Von der Unausgeglichenheit zur Gelassenheit. Unausgeglichenheit ist ein Zustand im Vata-Element, sagen wir vom Ayurveda her. Ayurveda ist das indische Medizinsystem. Ayurveda ist die Weisheit, die Wissenschaft vom Leben. Im Ayurveda werden drei Grundtemperamente unterschieden: Vata, Pitta und Kapha. Pitta ist das feurige Temperament, Kapha ist das gemütliche Temperament und Vata ist das luftige Temperament. Vata hat mehrere Schritte. Das ausgeglichene Vata-Element ist Leichtigkeit, ist Offenheit. Ja, wenn jemand viele Ideen hat, viel leicht Freude empfindet, schnellen Enthusiasmus hat, auf Menschen zugehen kann, viele tolle Gedanken hat, schöne Worte sprechen kann. Dieses ist das schöne Vata-Prinzip. Wenn Vata zu stark wird, kommt der nächste Schritt, die Unausgeglichenheit. Die Unausgeglichenheit heißt mal Freude, dann mal Angst. Mal Enthusiasmus, dann Enttäuschung. Dann hin und her. Diese Art von Unausgeglichenheit des Vata-Elementes ist etwas, was ein Frühwarnsignal sein kann. Angenommen, du bist Vata-Typ, also jemand, der gerne viele unterschiedliche Dinge macht, vielseitiges Interesse hat, gerne mit Menschen spricht und immer wieder neue Ideen hat und sich freut, dass es was Neues gibt. Wenn du dann merkst, dass du irgendwo in eine Unausgeglichenheit rutschst, kannst du sagen, ah, mein Vata wird sehr hoch. Dann kannst du überlegen, wie kann ich mein Vata reduzieren. Da findest du auf den Yoga-Vidya-Seiten viele Tipps dazu. Es ist schon ein Unterschied, wenn du weißt, ah, mein Vata geht hoch, oder ob du sagst, oh, der nervt mich furchtbar. Und warum bin ich jetzt freudig und dann bin ich wieder genervt? Warum bin ich so unausgeglichen? Wenn du einfach sagst, ah, Vata ist zu hoch, ah, ich muss jetzt Vata reduzieren, ist es einfach, nicht so schwierig. Ist so ähnlich, angenommen, im Raum ist stickig, weißt, aha, Fenster nicht geöffnet, Fenster auf, alles in Ordnung. Brauchst dich nicht über die Ungerechtigkeit der Welt zu beschweren, dass du im stickigen Raum bist. Du weißt, ist nicht gelüftet, also lüfte ich. Da ist Unausgeglichenheit im Geist, zu viel Vata, Vata reduzieren, ist wieder in Ordnung. Denn die nächste Phase des Vata-Elementes auf die Unausgeglichenheit folgt die Angst und die Panik. Und wenn du schon in der Phase der Unausgeglichenheit das Vata-Prinzip etwas runterfährst und dafür Ruhe und Gelassenheit hast, dann brauchst du nicht in die Angst zu rutschen. Das ist eine hilfreiche Erkenntnis, gerade für Vata-Temperamente. So können sie nämlich Angst, Ängstlichkeit und Angststörung vermeiden. In diesem Sinne, von der Unausgeglichenheit zur Gelassenheit kannst du zum Beispiel kommen, indem du Vata-Bewusstsein hast. Ich habe ein ganzes Buch geschrieben, Der Königsweg zur Gelassenheit. Da gibt es jede Menge Tipps, wie du von der Unausgeglichenheit zur Gelassenheit kommen kannst. Unter anderem kannst du es dir einfach vornehmen. Du kannst dir bewusst machen, ja, ich will mehr Gelassenheit haben. Du kannst die Gelassenheit üben. Eine weitere Weise wäre auch, wie sprichst du zu dir selbst? Wenn du dich mit jeder Emotion identifizierst und sagst, oh ja, toll, das muss ich jetzt machen, großartig. Und danach, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich werde das nie hinkriegen. Wie die Menschen mich behandeln, katastrophal, immer werde ich so und so weiter. Du könntest stattdessen sagen, ein Anteil in mir ist gerade unruhig. Ein Anteil in mir ist enthusiastisch. Ein Anteil in mir hat gerade Angst. Anstatt dass du sagst, ich bin ängstlich oder der nervt mich absolut, kannst du sagen, ein Anteil in mir ist gekränkt. Oder du kannst von innerem Team sprechen. Du kannst sagen, jemand in mir fühlt sich gekränkt. Jemand in mir ist ängstlich. Jemand in mir hat Befürchtungen. Wen gibt's noch dort? Jemand anderes hat Vertrauen. Jemand anders hat Mut. Jemand anders will etwas tun. Dann kannst du sagen, tolles inneres Team, da habe ich alle. Da habe ich die Vorsichtigen, da habe ich die Enthusiastischen, da habe ich die Kämpfer für Gerechtigkeit, da habe ich die Türwächter, da habe ich und so weiter. Und wenn du das weißt, dann
identifizierst du dich nicht mit der Unausgeglichenheit, sondern du bist der Mensch in Gelassenheit. Oder du bist die Führungsperson. Nicht du bist unausgeglichen, nicht du bist unruhig, sondern du bist du. Und du bist etwas Großartiges. Und in dir ist ein ganzes Team. Und dieses Team kannst du bewusst spüren. Du kannst dich mit ihnen unterhalten. Du kannst die Teammitglieder miteinander sich unterhalten lassen. Das ist eine schnelle Weise, aus der Unausgeglichenheit in die Gelassenheit zu kommen. Sehr viel mehr Tipps dazu findest du in dem Buch Der Königsweg zur Gelassenheit und auch in meinem Gelassenheits-Podcast. Ich habe einen Podcast herausgegeben mit 235 Ausgaben zum Thema Gelassenheit. Alles zu finden auf www.yoga-vidya.de. Wenn du mehr wissen willst über Unausgeglichenheit und wie du mit Unausgeglichenheit anderer umgehen kannst, dann suche nach Unausgeglichenheit auf unserem Suchfeld. Wenn du mehr wissen willst zur Gelassenheit, dann gib ein Gelassenheit. Du kannst auch eingeben Königsweg zur Gelassenheit, dann findest du den Link, wo du das Buch Königsweg zur Gelassenheit bestellen kannst, oder gib ein Gelassenheit Podcast. Und dann findest du den Link zur 235-folgige Gelassenheits-Podcast-Sendung. Oder auch gib einfach nur Gelassenheit ein. Es gibt auch eine sehr umfangreiche Internetseite mit vielen Tipps für mehr Gelassenheit.